Man kann sie nicht ausmachen. Ach, schade, weil sonst hätte ich gesagt, von wegen, weil er nur einen Finger zeigt, dass man vielleicht die anderen vier auspusten muss. Ja. Und nochmal. So, und jetzt gehen wir nach vorne in die Kamera. Aber der Hintern ist auch ganz, also muss ich auch sagen, die Hose ist auch sehr, sehr eng. Also da sieht man ja wirklich alles, ne? Also. Stimmt, auf den Arsch habe ich noch gar nicht geachtet. Ja, hör auf, das wird jetzt wird YouTube wieder sauer, ne? Okay, was haben wir hier fast? Da ist das schon zu pornorös, ja, ne? Steife, tote Lemure. Bindet man sie zusammen, ergeben sie eine großartige Barriere. Ich weiß nur, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Ein Nimm sehr sonderbarer Satz gewesen. Das könnte eins von den explosiven Lemurfässern sein. Mhm. Kiste mit Zeug. Karten der Frachtschiffe, geschrieben von Greenbeard. Das sind alles Schiffe, die vor kurzem angegriffen wurden. Nimm. Das sollte an seinem Platz bleiben. Okay. Also ich will generell nicht wirklich Gegenstände aufsammeln. Kann verrotteter das sein? Mist. Ja. Mit dem verrotteten Mist kannst du wahrscheinlich nicht. Gesicht eines Dämons. Eine sehr alte Dämonenzeichnung. Dieses Lager muss schon steinalt sein. Du bist ein Baby. Für dich ist alles steinalt. Kannst du mal gucken, ob der, wo der Finger hin zeigt, ob da irgendwas ist vielleicht? An seinem Platz bleiben. Also der vielleicht da irgendwo ein Geröll oder so. Ich meine, irgendwie, das muss ja einen Grund haben. Ist da irgendwie vielleicht ein Lagerregal oder so? Umstoßen. Ja. Nein, aber ein guter Ansatz. Mhm, okay, ist doch schon mal gut. Davon kann ich nichts verwenden oder verkaufen. Kannst du die Statue vielleicht nochmal irgendwie schubsen? Vielleicht wird er mit dem Finger dann das Regal umstoßen oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Bewegt sich in die Richtung, in die ich sie drücke. Bewegt sie in die... Verstehe ich nicht. Bewegt sie in die Richtung, in die ich drücke. Da ist sehr viel Böses. Aber hat sich nicht bewegt. Es muss ja faktisch irgendwas gebracht haben, dass wir sie jetzt so ausgerichtet haben, oder? Die Statue. Weißt du, was ich glaube tatsächlich? Ich glaube tatsächlich, dass wenn jetzt so diese Sache mit dem... dass man die Dialoge nicht überspringen kann, nicht wäre. Ja. Und da man eine Taste hätte für Hotspot-Anzeige. Ja. Die GameStar das Spiel ganz anders bewertet hätte, wenn es halt wirklich ein Monkey Island wäre. Ja. Glaube ich auch. Also wie gesagt, 79, allein das, was wir jetzt schon sehen, können nicht 79% sein, oder? Also komm, das muss einfach, es ist schon mal besser als das, was wir bei Monkey Island 4 bekommen haben. Und am Ende ist sowas jetzt wie Dialoge überspringen und Hotspot-Anzeige. Es sind eigentlich Komfort-Features so, ja. Ich meine, klar, das erwartet man mittlerweile, aber also es geht auch ohne. Ist jetzt nicht so, ne. Im Notfall kannst du mal rausgehen vielleicht. Wir haben ja draußen auch noch nicht alles umgeschaut, oder? Oder angeschaut. Stimmt. Finden draußen also bestimmt noch irgendwas. Also die Statue ist halt echt komisch. Also irgendwie, entweder müssen wir die irgendwie noch bewegen oder irgendwas in die Hand legen. Da rechts kannst du noch lang. Komische Wujurun. Schau ich mir mal an. Ich schau mir erst mal alles an. Nein, das kann ich nicht übersetzen. Das ist ekelhaft. Was steht da? Papa Doc, hast du das gelesen? Für so einen Quatsch haben wir keine Zeit. Oh, Mann. Oh, das wird nie alt. Ja, aber die lernt es auch nicht, weißt du? Dies ist ein Voodoo-Symbol und bedeutet, in diesem Pub gibt es Dartscheiben. Oh. So. Da rechts konntest du auch noch lange auf jeden Fall laufen. Das hat feucht ein flößendes Gesicht. Geh ich gleich. Ich guck mir hier noch alles an. Die Nerven, Jane. Es ist nicht halb so furchteinflößend wie Bluebellys Visage. Oh, der ist doch nicht so schlimm. Mein Gott, es gibt hässlichere Menschen, oder? Ja. Ist Bluebelly so furchteinflößend? Also. Wahrscheinlich musst du da irgendwas machen, damit. Ja, was mit den Zombies, die da. Jawohl, Captain. Gut, dann sollten wir die Nachricht vom Tod unseres armen Königs verbreiten. Und die 12 ursprünglichen Mitglieder seiner Crew überreden, zur Wahl des Königs zur Insel zurückzukehren. Warum gerade diese 12, Captain? Das wirst du noch sehen, Betty. Das wirst du noch sehen. Und auf dem Rückweg werden wir noch eine andere kleine Angelegenheit erledigen. Eure kleinen Angelegenheiten sind immer brutal und blutig.
Aber ja, natürlich. Ich kann den Verrat unseres Kochs nicht so einfach unvergessen lassen. Ich werde an ihm ein Exempel statuieren. Wir werden seinen Heimathafen Mary Kay bis auf die Grundmauern niederbrennen. Das sollte ausreichen, um jeden zu warnen, der mich betrügen will. Meinst du nicht auch, Betty? Wenn es darum geht, den Leuten Angst einzuflößen, sage ich nicht nein. Ja, ist schon mal... Ich sag mal schon mal, als Gegner besser als unser lieber Australier, ne? Oh, sieht das. Schau dir das an, das sieht so toll aus, diese Zeichnung. Ja. Das sieht aus wie das Schiff von Captain LeChimp. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, das sieht schon ziemlich ähnlich aus. Okay, hier gibt's einen Hebel. Ich schau mir erstmal alles an. Ja, da oben ist irgendwie so ein Stampfeimer irgendwie oder ein Putzeimer oben links. Nee, war da oben? War da, genau da und da rechts daneben war noch was. Ah ne, ich dachte, das kannst du auswählen. Oh doch, Kreuzmast aus Leverwett. Okay, ich schaue mich erstmal hier um. Was haben wir hier? Ein Fangnetz. Mhm. Da muss ich wahrscheinlich wieder Zombies fangen. Wahrscheinlich im richtigen Moment, ein irgendwie der Hebel. Leichtes Fangnetz. Ein Kranhebel? Das ist der Hebel für den Kran da oben. Ja, oder du musst halt wirklich so eine Abfolge machen, weißt du? Passiert da was? Ach ja, ich muss die wahrscheinlich da reinlocken und dann das Ding wieder nach oben fahren. Ja. Also irgendwas muss in das Wassernetz scheinbar. In das Wassernetz, was rede ich hier? In das Wasserfass. Kann ich hier weiter nach rechts gehen? Aber ja, schön, dass auf dem Fass extra nochmal H2O steht, ne? Also, falls man nicht erkennen kann, dass es irgendwie Wasser ist. Ein niedlicher Zombie. Oh. Ist er nicht hübsch, ja. Ja, das ist doch nur eine harmlose Nekrophilie. Ja, red dir das weiter ein. Er gehörte zur Crew des Schiffes, das letzte Woche verschwunden ist. Der Typ schuldet mir noch Geld. Kann ich mit ihm reden? Alle an Land zur Party! Es gibt frisch gepresste Gehirnsuppe. Vielleicht sind sie gerade auf Diät. Vielleicht verschimmelte Tofu-Gehirne? Das ist gerade so niedlich. Meine Katze liegt gerade wieder den Kopf auf meinem Mauspad. Oh. Und ich kannte ihn, bevor er ein Zombie war. Er wollte mir an den Hintern fassen, also habe ich ihn über Bord geschmissen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich meine, obwohl das gerade ein bisschen gruselig ist. Irgendwie so, ja, eines Auges so ein bisschen offen, so halb, und die guckt da so durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob sie gerade schläft oder irgendwie. Okay. Ja. Wasserfass? Ein Fass für Regenwasser. Ich kann mein Spiegelbild darin sehen. Und tote Ratten. Heißes Kohlebecken. Ein heißes Kohlebecken. Sieht so aus, als ob Simbi ihre Zombie-Armee mit Voodoo-Symbolen brandmarken will. Mhm. Holzkiste. Metallschild. Ein zeremonielles Schild. Nicht für die Schlacht geeignet. Ein Haufen billiges Holz. Kann ich das nehmen? In das Fass kannst du... Deine neuen Stiefel müssten du hast ja gerade aktuell nichts, dass du da reinlegen kannst oder einfüllen kannst. Ne? Okay, jetzt habe ich Holz. Unwichtige Holz. Tür. Ja, eine sehr viel Holz. Vor der Hütte. Ja, das war jetzt gerade zu nah. Das wolltest du sagen, ja, ich kenne dich doch. Also, ich kenne dich doch, du, der Singles 2 gespielt hat und Singles 1. Ne? Hey, Singles, das ist gefährlich, das Spiel. Das fasse ich nie wieder an. Ja, das ist das verbotene Spiel. Ja, aber noch bis September bin ich deswegen verwarnt. Na ja, dann. Bis jetzt, ne? Und jetzt spielen wir wieder ein Spiel, wo große Brüste auftauchen. Ah gut, ich wollte ja nicht irgendwie plötzlich anfangen, hier nackt irgendwie was zu machen. Ne? Mal gucken. Ein freundlicher alter Eimer. Man weiß es nicht. Sieht glücklich aus. Wie kann ein Eimer glücklich aussehen? Ja, weil wenn er alt ist, dann ist es so eigentlich, sieht er eigentlich traurig aus. Noch ein Wasserfass. Gefüllt mit klarem Regenwasser. Na, interessant. Wenn ich meinen Körper wieder habe, nehme ich erstmal ein schönes, langes Bad. Ich hoffe, darf die Verwesung mitmachen? Hat noch nicht begonnen. Ja, gerade dann machst du mit, ne? Wenn die Verwesung begonnen hat, oder was? Ne? Kiste ohne Bedeutung. Was ist ein Zombie in einer Badewanne? Eine Brausetablette. Ja, das kenne ich eigentlich als Lepra-Witz, muss ich sagen.
Ja, den wollte ich jetzt gerade nicht so bringen. Eine Kiste mit Zombie-Party-Spielzeug. Ja, komm, dann mach. Was macht ein Zombie auf dem Fußballfeld? Weißt oh du's? Gott, wie ging der? Willst du sagen? Hä? Ja. Er fault. Die funktionieren tatsächlich auch alle mit Zombies, diese. Ja. Ja. Was macht ein Zombie in der Disco? Die Fetzen fliegen lassen. Ja, genau. Was sagt ein Zombie im Puff? Lass stecken, ich komm morgen wieder. Oh Gott. ja. Ja, schöne Zombie-Witze hier, ne? Ein bisschen für eure Unterhaltung, ne? Ja, Kiste ohne Bedeutung. Hohes Niveau. Meine Damen und Herren, für Sie singt heute Abend das Niveau. Eine Kiste mit Zombie-Party-Spielzeug. Was? Ja, Party-Spielzeug. Zombie-Party-Spielzeug. Aha, was soll das heißen? Kisten zu verschieben. Das ist es, was Abenteuer ausmacht. Warum sagt ihr das so? Ja, weil Kistenschieberätsel, die lieben wir doch alle. Ja. Was hat das jetzt gebracht? Ja, das war irgendwie so schön. Ja, was hat uns das gebracht? Hecklaterne. Na, warte mal. Eine Hecklaterne. Können wir jetzt ja, irgendwas an? Muss hier Hecklaterne wahrscheinlich kaputt öffnen. Schlagen oder irgendwas. Ich sehe ja. Das wird ein Rätsel sein, genau. Sollen wir irgendwie eine Lunte legen wahrscheinlich oder irgendwas? Also ich finde das jetzt schon so viel besser als Monkey Island 4. Ja. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen melancholisch und traurig, dass das hier... Das könnte Monkey Island 4 sein. Ja. Dann wäre das hier, dann wäre Jane Elaine. Und ich hätte es eigentlich mal ganz cool gefunden, Elaine zu spielen. Allein, ja, weil... Was wäre dagegen einzuwenden gewesen? Bei Fate of Atlantis konnten wir da auch Dings hier spielen teilweise. Wie hieß der? Weiß jetzt nicht. Sophia. Indies. Genau. Konnten wir da auch machen. Das war da auch cool. Ich meine, was spricht jetzt dagegen? Also... Weil ich hätte das cool gefunden, mal mehr Charaktere zu spielen und... Ja. Außerdem hätte dann Elaine mal ein bisschen mehr... man hätte die besser kennengelernt. Weil man kennt die ja kaum und... Ja, Elaine in Monkey Island 4. Ja, Elaine in Monkey Island 4 ist ja jetzt auch irgendwie nicht so gut dargestellt worden. Frachtluke. Ja, also schlimmer als je zuvor, finde ich eigentlich. Also ganz ehrlich, Elaine in Monkey Island 4 ist ja wirklich eine unerträgliche Persönlichkeit. Ekelhaft. Leichenteile. Aber ich musste ja unbedingt gucken. Aber gut, man muss sagen, alle Charaktere sind Monkey Island 4 schlechte Menschen. Also das ist. Da gibt's. Ja. Da ist ja so, die sind ja alle richtig scheiße, einfach nur passiv-aggressiv, aktiv-aggressiv. Ausleger. Kann ich damit was machen? Er sieht so ein bisschen so aus, als ob der Master irgendwie, als ob man damit interagieren könnte, ich komme ne? Nicht ran. Aber wir haben jetzt Holz. Mit dem Holz? Ja. Holz mit dem Kohlebecken wahrscheinlich. Da haben wir da Feuer. War das nicht irgendwie genau, so ein Hebel? Hast du nicht irgendwie einen Hebel, womit du den Mast irgendwie kontrollieren konntest? Kranhebel? Ihr Kreuzmast, was ist denn das? Kreuzmastausleger, was soll denn das überhaupt sein? Also wahrscheinlich dieser große Mast da, oder? Ich komme nicht ran. Wieso kommst du da nicht ran? Ja, das ist doch das Ding da hinten. Nee, das ist das große Teil da, okay. Ich komme nicht ran. Muss ich wieder irgendwas? Wasserfass. Eimer verwenden. Ja, ehrlich das mal. Schiff, dann die Schönheit. Also ja, einfach mit dem Wasser. Warum ist das keine Option, mit dem Wassereimer einfach ein bisschen Wasser umzuschöpfen? Das verstehe ich nicht. Dann wirfst halt um. Ja, kannst du auch machen. Kannst umwerfen, das Wasserfass. Wenn ich meinen Körper wieder habe, nehme ich erstmal ein schönes, langes Bad. Ich hoffe, die Verwesung hat nicht begonnen. Das hatten wir schon gemacht. Ja, da hatten wir die Flaschenzug. Ah, das hab ich gar nicht gesehen. Hab ich auch nicht gesehen. Der kleine Nippel da hinten, ne? Er hat Nippel gesagt. Ja, wir rennen mal weg, wir waren es nicht, ne? Die Kanonen. Der Kreuzmast! Wir werden sterben. Mal wieder. Ja, Mann, ich wollte gerade sagen. Ich
Ich habe nur eine Chance. Ich muss abwarten, bis sie beide beim Netz sind und sich nicht zu schnell bewegen. Okay, also das ist ein Zeiträtsel, muss jetzt einfach abwarten wahrscheinlich. Und jedes Mal einfach wieder einen Mast anzünden, falls du es nicht hinkriegst wahrscheinlich, ne? Kann ich jetzt ja, irgendwie... Oder man muss sie halt hinlocken, aber... Die werden das jetzt ein paar Mal machen und dann wahrscheinlich... Aber wahrscheinlich kann ich jetzt hier nach rechts gehen und muss jetzt hier hinten irgendwie Feuer legen. Damit die dann... Die wasserdicht verschlossene Luke zum Lagerraum. Das nächste Mal muss besser werden. Ich sag mal, wenn die da hinlaufen, hier brauchst du einfach nur den Hebel da hinten zu ziehen. Falls die jetzt von automatisch wiederkommen sollten. Weiß ich ja nicht. Fracht Luke. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt... Ja, dass sie da jetzt erstmal stehen, bis du irgendeine Aktion gemacht hast, ne? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht später. Kann ich das Kohle Das verstehe ich nicht, ne? Umschubsen. Die Kohle ist zu heiß, um sie anzufassen. Aber sie erinnert mich an den Moment, als Flint mich über die glühenden Kohlen in Ichitaba trug. Ich war verwundet. Und er dachte, ich würde sterben. Nur Frauen können in solchen Momenten an Liebe denken. Ach, Papa Doc versteht keinen Spaß. Ja, das ist eindeutig Elaine. Ja. Allein so Mäusezähnchen und Zuckerkeks. Ja. Das mochte ich tatsächlich immer. Das fand ich irgendwie immer sehr niedlich, die Art und Weise, wie die beiden... Das war mit meiner Lieblingsszene, diese Szene auf dem Dock. Gouverneurin, Threepwood, Guybrush, Elaine, Mäusezähnchen, Zuckerkeks. Ja, yeah. Aber davon hat man nicht mehr viel gemerkt im Monkey Island 4, ne? Nee, da war es dann so, oh, was willst du jetzt schon wieder? Ja, kannst dich selbst die Welt retten, du Arschloch, ja, also, ja. Es ist wirklich schlimm, also, ich weiß nicht, was da bei Lukas Arzt los war, dass sie sagten, man wird eher das hier, sag ich mal, wegdrücken und nicht als Vision akzeptieren, als das, was wir am Ende bekommen haben. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Also niemals. Ich auch nicht. Tote Ratten drin. Weil die Handlung, das Gameplay und allein, dass die das letzte Kapitel wirklich abgesegnet haben. Da saß jemand in einem Anzug und hat gesagt, oh, ein letztes Kapitel, das kein Gameplay enthält, außer Monkey Combat. Oh, Spoiler, großer Spoiler jetzt für Leute, die ernsthaft denken, dass Monkey Island 4... Ja, dass man da was spoilern kann, aber... Nee, ganz ernsthaft, also Monkey Island 4, Leute. Ja. Ich muss sagen, ich liebe die Monkey Island-Spiele, aber in Zukunft, wenn ich die mal wieder alle durchspiele, die 4 werde ich auslassen. Ja, auf jeden Fall. Weil die hat doch keinen Mehrwert irgendwie für die Handlung. Der dritte Teil, Teil 1 bis 3, die führen alle die Handlung fort. Teil 4... Ja. Ja, nee. Existiert dann einfach und möchte... Einfach generell ignoriert werden in Zukunft, ja. Boah, meine Katze hart gerade so extrem hier. Aber gut, es ist verständlich bei dem Wetter, dass man da auch ein bisschen Fell abwerfen möchte, ne? Wachhaus. Okay. Ja, also wir müssen die, auf jeden Fall gehen die jetzt gerade aktuell. Machen die aktuell nichts. Aber guck mal, du kannst noch rechts lang gehen, da konntest du noch irgendwie, glaube ich. Ja, da hat genau gesagt, da ist gerade nichts Nützliches. Ach so. Okay, Doc, ich brauche gerade mal ein bisschen Gehirn. Ja, und da das sprichst du gerade mich an. Ja, also wenn du den Hebel da betätigst, wird er nur das Netz nach oben gezogen. Also eigentlich... Ich mach das nochmal und sehen, ob es noch was bringt. Ich glaub's noch nicht, aber... Ich hab nur eine Chance. Ich muss abwarten, bis sie beide beim Netz sind und sich nicht zu schnell bewegen. Also es muss was mit den glühenden Kohlen sein. Die Idee ist ja wahrscheinlich, dass sie dann irgendwie wieder... nach unten, also du musst da unten wahrscheinlich wieder was anfackeln oder so, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber sie sagt ja bei dem Kohlenfass, bei den Kohlenbecken von wegen, naja, ist so heiß, geht nicht. Können ich geh nochmal nach oben, ich schau mich nochmal um, ob wir irgendein Bildschirm oder irgendein Item übersehen haben, das wir jetzt bräuchten. Ich meine, kann sein, ne? Wir haben bis jetzt nur ein Item, also. Unser guter Papa Doc, der hatte auch mehr als eins. Ja, das ist ja tatsächlich auch irgendein Rätsel, was irgendwas bringen muss hier, ne? Kannst du da unten irgendwie, ist da bei einem Wasserfall irgendwas unten links, dass du da vielleicht... Fruchtwasser. Die dunklen, typischen Gewässer von Wuzhou Island. Die tapfersten Abenteurer kommen hierher zum Nacktbaden. Komm schon, Jane. Du bist genauso mutig wie jeder Mann. Also faktisch muss es ja... Alter, was geht denn hier ab, ey?
Ja, irgendwas muss es ja bringen, dass die Zombies da unten auch runterfallen oder so. Also irgendwie irgendwas übersehen wir jetzt. Teil, den kann ich irgendwie, den kann ich was machen. Katsu, kannst du mal zur Seite gehen, du stehst gerade direkt vorm Bild. Also wirklich, du blockierst, ja, jetzt kratzt sie sich natürlich und schiebt meinen Monitor nach hinten. Gehst du mal ein bisschen zur Seite, meine Hübsche? Komm, sei mal nett. Das wäre eine coole Wasserrutsche. Schade, dass ich meinen Bikini nicht dabei habe. Wir können warten. Du kannst ihn gerne holen. Das sind alles Notgeil, was ist hier los? Aber also wirklich. Okay, Stämme mit Wasserfall. Gute Idee. Aber ich wüsste nicht, wie ein Stapel Holz uns helfen sollte. Aber ich dachte, es wäre eine gute Idee. Du hast eben gesagt, es ist eine gute Idee. Ja, also muss gute, das doch... gute Idee wahrscheinlich, weil das als Wasserrutsche jetzt für die anderen da gilt irgendwie. Also, ne? Ich weiß es doch auch nicht. Okay, ich gehe nochmal da rein. Blobbedy flop. So, die Kerze. Mit der hast du auch noch nicht interagiert, mit der Kerze, ne? Oder? Gruselige Hand kannst du dir einfach nehmen, pusten kannst du ja nicht. Ach, okay. Ja, du hast es ja. Die kann ich nicht umschmeißen. Sie ist durch böse Wujo-Zauber geschützt. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich verstehe jetzt erstmal, was wir überhaupt machen gerade. Wir können die Gegenstände nicht physisch nehmen, sondern sozusagen all nur Gegenstände, die halt wirklich irgendwie verflucht sind oder irgendwie mit Voodoo-Kraft versehen sind. Aber wir können einige Gegenstände berühren. Ja, obwohl Holzscheite sind ja auch nicht mehr. Oder war die Holzscheite mit Voodoo-Kraft versehen? Ich weiß nicht, eigentlich nicht, oder? Es waren nur Holzscheite. Aber jetzt haben wir doch Flammen. Jetzt haben wir doch was zum Abbrennen, oder nicht? Jetzt können wir doch bestimmt irgendwie das Netz anzünden auf dem Schiff, oder damit wir die wieder dahin locken können, oder irgendwie irgendwas in der Richtung. Eigentlich müsstest du die Holzscheite jetzt nur irgendwo hinlegen, weiter unten rechts, und dann das anzünden und die dahin locken. Ich probiere mal was aus. Sind wir hier eigentlich schon, konnten wir hier nach links gehen? Wie meinst du das, nach links? Weil also? Wir kamen ja, hier sind wir ja gestartet, auf der Richtig. Brücke, aber können wir da weiter nach links noch? Das ist eine gute Frage. Ja, können wir. Dort gibt es nur den Dschungel. Meine Mission findet hier statt. Okay, können wir doch nicht. Ja, aber Versuch war es wert. Das Schöne ist, es ist ja alles relativ übersichtlich. Ich meine, bis jetzt haben wir immer nur so 2-3 Screens, die wir abhandeln müssen. Das heißt, das Rätsel des Lösung ist ja nicht weit, ne? Da würde ich sagen, geh mal rechts lang, genau. Na, Katze, ist warm heute. Ich weiß. Wir leiden alle. Jetzt versuch mal irgendwie mit dem Feuer irgendwie was anzuzünden. Vielleicht den Frachtraum oder unten rechts oder das Netz. Kannst du einfach mal versuchen. Wutschwand. Du willst die Wutschwand berühren oder was? Eine Zeichnung einer Skeletthand, die aus einem Grab heraus nach deinem Bein greift und dich in die Verdammnis zieht. Oder vielleicht will die Hand auch einfach nur sagen, ciao, vielen Dank für das Begräbnis. Es gefällt mir, aber ich muss es nicht unbedingt mitnehmen. Kannst du mal versuchen, unten rechts was anzuzünden mit der Wut, mit dem Kerzenständer, den du gerade bekommen hast? Damit kann ich die Hand nicht löschen. Du sollst ja nicht löschen. Kannst du die Holzscheide da unten anzünden? Löschen. Oder H2O, damit weiß ich die Hand nicht. Löschen. Das Netz? Einfach mal durchprobieren. Nö. Und Frachtluke? Vielleicht die anzünden? Damit kann ich die Hand nicht löschen. Also sie will, dass wir die Hand löschen. Okay. Um ins Wasserfass tunken geht ja wahrscheinlich auch nicht einfach, ne? Ich verstehe generell nicht, warum sie die... Obwohl, warte mal. Die Hand löschen. Vielleicht müssen wir die Hand löschen und dann wirklich auf das... Wir hatten doch gerade eine Hand abgebildet, oder? Damit kann ich die Hand nicht löschen. Ja. Und du hast gerade die H2O-Fässer hast du gerade ausprobiert, oder? Habe ich ausprobiert. Ging nicht. Okay, ich probiere mal die Hand mit der Hand. Weil die Hand da ist schon sehr spezifisch, ne, die da abgebildet ist. Kann sein, dass da noch irgendwas passiert und dass ich irgendwie der... Damit kann ich die Hand nicht löschen. Ja, du musst ja wirklich ins Kohlebecken. Hast du das schon probiert? Hand ins Kohlebecken im Sinne von... Hab ich auch probiert. Feuer mit Feuer löschen? Damit kann ich die Hand nicht löschen. Tja, was macht man jetzt hier? Ah! Gefüllt mit klarem Regenwasser. Was A? Wenn ich das Wasserfass umwerfe, müssen die da unten hin. Geh zu dem anderen Fass! Ach, oh Gott, ja. Ja, und jetzt muss ich schnell da hinten hin.
und warten, bis beide da drin sind. Oh, das ist gar nicht möglich, dass beide drin sind, ne? Und du kannst wirklich nur einen erstmal vielleicht. Das ist der Hebel für den Kran da oben. Mhm. Ich habe nur eine Chance. Ich muss abwarten, bis sie beide bei mir. Ja, das ist ja natürlich knifflig. Hier kriegen wir beide da rein, ne? Das ist halt. Hm. Okay. Ja, an der Stelle, das sieht's. Naja, da sind's aber nicht beide. Beide drin. Willst du jetzt das Holz anbrennen oder was? Vielleicht. Soll das bringen? Später. Frage, kannst du das andere Wasserfass auch noch umstoßen? Oder? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was das bringt, aber. Nee. Niemals. Da sind tote Ratten drin. Hm. Das ist echt schwierig jetzt hier. Ja, irgendwie müsste man die ja so zeitlich da irgendwie, ne, beide hinkriegen, dass sie beide gleichzeitig da drin stehen. Aber wie macht man das? Also. Ich komme nicht ran. Na, wo werfen die das hin? Mit der Flamme da hoch. Kannst du das Fenster wieder schließen von der Laterne links oben? Meine neuen Stiefel müssten erst noch eingetragen werden. Siehst du das, wo die das hinwerfen? Kannst du nicht irgendwie wieder schließen? Nee, geht kann nicht, ich nichts machen. Hm. Mein Fall ist das ja der Moment, wo die beide da unten stehen. Sind dann im Fass oder vielleicht. Die Kohle ist zu heiß, im Fass, im Netz meine ich. Aber also, sie erinnert mich an den Moment, als Flint mich über die glühenden Kohle. Ja, Achtung, ist gut. Guck mal, jetzt zum Beispiel, ist das so, wird das ausreichen in dem Moment? Gerade ja, aber gefühlt stehen die ja nicht bei dem Netz. Ja. Papa Doc versteht keinen Spaß. Aber kannst du auch probieren. Vielleicht ist das, ist die Reichweite des Netzes größer, als wir jetzt gerade denken. Das kann auch sein. Ich habe nur eine Chance. Nee. Ich muss abwarten, bis sie beide beim Netz sind und sich nicht zu schnell bewegen. Beim Netz. Naja. Deswegen meine ich ja. Hm? Und los. Ich habe nur eine Chance. Ich muss abwarten, macht bis sie nicht. Beide beim Netz sind und sich nicht zu schnell bewegen. Und sich nicht zu schnell bewegen. Bewegen. Also müssen sie jetzt, warte mal, jetzt der eine bleibt stehen. Und jetzt. Ich habe nur eine Chance. Ich muss abwarten, das wäre für mich gerade die Gelegenheit gewesen. Mhm. Ich stand gerade beide still, bewegen. Also irgendwas muss da unten noch gemacht werden. Also so einfach geht's dann doch nicht, ja. Hm. Also unwichtige Tür. Hm. Komisch. Hm. Wenn dir irgendwas einfällt, schieß raus. Ja, ich versuch schon. Mir fällt. Also du kannst davon ausgehen, wenn mir was einfällt, dass ich mich dann nicht zurückhalte. Ist alles gut. Also. Nicht schon wieder. Ei, ich werde hier noch bekloppt. Es ist zu geil. Also irgendwie, ich meine, eigentlich die Idee, man müsste die irgendwie aufhalten können. Vielleicht müssen wir nochmal ins Warenlager, vielleicht ist da noch was drin oder so. Ich weiß es ja nicht. Weil mit der Hand, das war ja auch sehr komisch, dass wir die Statue verschieben konnten. Aber es hat ja faktisch auch nichts gebracht, oder? Kann man die Hand da hinten abreißen? Geht auch nicht, ne? Ich meine, jetzt von der Statue da hinten. Umschmeißen kann ich den. Ich kann es nicht berühren, da sind Anti-Geister-Symbole drauf. Mhm. Komisch. Kann ich das Holz damit irgendwie? Gute Idee. Aber ich wüsste nicht, wie ein Stapel Holz uns helfen sollte. Ja, warum ist das dann eine gute Idee? Ja, gute Idee, aber das ist nicht das, was ich machen werde, ja. Gute Idee. Aber ich wüsste nicht, wie ein Stapel Holz uns helfen sollte. Kannst du irgendwie die. Du kannst nicht nochmal mit der Statue da hinten interagieren, oder? Oder sie nehmen oder vorziehen, untersuchen. Da muss doch irgendwas sein bei der. Statue. Da ist sehr viel böses Juju drin. Kannst du dem vielleicht den Katzenstand in die Hand drücken, oder? Zum Zugang hochklettern. Geht das?
Jetzt geht's natürlich klar, weil wir. Ach. Oh. Ich war der festen Überzeugung mit wegen dem Finger, weil der dahin zeigt. Ja, das hat mich auch irritiert. Was ist denn das da für ein riesiger Wurm oder was ist das da links? Mach erstmal einen Speicherstand. Wir haben es erstmal 5 Meter weiter geschafft. Okay, Speichern ist eine gute Idee. Das muss man auch feiern dementsprechend, ja. Okay, was soll ich auf jeden Fall öffnen. Die Dachkammer öffnen. Sabbernde Maske. Das ist die Mutter von Queen Simbi. Wow, habt ihr das Erdbeben gespürt? Das muss ich nicht anfassen. Also ich würde die Fensterläden auf jeden Fall öffnen. Ja, ich gehe davon aus, dass wir dieses Teil da irgendwie rausschieben müssen oder sowas. Okay. Federmaske mit Hasenzähnen. Das ist die Mutter von Bluebelly. Kannst du sie mitnehmen? Nee, geht nicht, ne? Also du hast sie ja nur angeschaut, also. Das ist die Mutter von Papa Doc. Oh. Die muss ich nicht bewegen. Simbi hat viel Zeit mit der Dekoration verbracht. Und ich mag den Effekt. Dann denke ich mal davon aus, die kannst du auch nicht aufnehmen. Ne? Sieht ein bisschen nervös aus. Die fasse ich lieber nicht an. Mhm. Okay, Skelettleuchte. Worüber lachst du? Hast du den Sinn des Lebens erkannt? Wie hilfst du der Welt, sich weiterzudrehen, wenn du da nur in deiner Ecke hockst? Trommeln, ach so. Sind fest und gut. Die Trommelstöcke werden nur so von ihnen abfedern. Okay. Klar, berühren. Gut gespannte Trommeln kann man immer gebrauchen. Naja, diese gut gespannte Trommeln, die wie ein Trampolin funktionieren, ne? Und da musst du wahrscheinlich das dann ins Wasser werfen, da wo die ganzen Typen aufkommen unten, weißt du?